Gut. Machen wir Picks, ja? Dürft ihr noch was eintragen? Ich fange schon mal kurz an. Und zwar, ich wollte mal so grundsätzlich picken, die Wolke und wie toll das inzwischen alles ist. Weil, wenn du dir jetzt überlegst, ich würde gerne das nächste Netflix werden oder ich möchte vielleicht auch nur einen ultimativen, das ultimative Podcast-CMS bauen, dann sind deine Möglichkeiten so in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren wesentlich besser geworden. Mhm. So, wenn ich mir mal selber anschaue, was war meine Ausgangslage 2005 mit Podcasts irgendwie, so was nimmt man da? Irgendwas mit PHP vielleicht, wenn du Glück hattest oder schreibst es irgendwie von Hand. Oder WordPress war so ein erster Baustein für so, ich mache mal eine Website. Aber es war auch so wenig Optionen irgendwie. Mhm. Ja? Es gab irgendwie wenig zentral, kann man auch sagen, ist gut und schlecht, aber so dieses Ding, dass du eigentlich beliebigen Code suchen kannst und du findest ihn auf GitHub. Also so für so Common Problems irgendwie gibt es eine Bibliothek auf GitHub, die irgendwas in die Richtung macht oder zumindest dir schon mal eine Möglichkeit vorzeigt, wie das gehen könnte. Wenn du in Objective-C jetzt denkst, du suchst irgendetwas, was dir, habe ich neulich schon mal gesagt, so, ich brauche SCP in meiner Objective-C-App. Dann guckst du und dann findest du das und dann baust du das ein und nimmst CocoaPods und dann funktioniert das. Mhm. Und wenn du überlegst, ich brauche jetzt irgendwie einen Server, auf dem das läuft, dann hattest du auch da bis vor einer kurzen Weile so die Option, nimmst du irgendeine schäbige VPS, die völlig überverkauft ist und lahmarschig, oder nimmst du einen Server und bist komplett für das Ding verantwortlich? Installierst du dir dann selbst die Virtualisierung auf dem Ding oder lässt du das und lässt es direkt auf der Kiste laufen? Dann hast du für die Kiste irgendwie einen 12-Monats-Vertrag. Das hatte ich ja auch irgendwie vor ein paar Jahren, dass einfach die Hardware von Hetzner schäbig war und nicht funktioniert hat und irgendwie die Features nicht ordentlich unterstützt hat und Netzwerk ist stehen geblieben und dann bist du halt im Vertrag und kannst hoffen, dass sie dich rauslassen. Und das ist halt jetzt, finde ich, extrem viel flexibler geworden mit so Wolkenquatsch. Und da gibt es auch wieder so die relativ komplexe Geschichte für echt große Firmen, so Netflix-mäßig, die also wirklich da Entwickler draufschmeißen und gegen jetzt Amazon Web Services oder sowas so ein richtig großes System entwerfen. Auch sehr schön die Posts, die Netflix da so schreibt, wie ihr System designt ist und wie sie versuchen, ihr System gegen Ausfälle bei Amazon abzusichern. Mhm. Netflix hat da etwas, das nennt sich bei denen Chaos Monkey. Und dieser Chaos Monkey ist einfach ein Job, der durch das System geht und einfach randomly irgendwo Zeug ausschaltet. Und es muss halt trotzdem für alle User weiter funktionieren. Also das System muss so stabil designt sein, dass es halt auch solche Ausfälle, die entweder künstlich kommen oder dann mal in echt von Amazon, überlebt. Und diese Möglichkeiten hast du jetzt halt auch im kleinen Maßstab, für mich zum Beispiel, mit solchen Sachen wie Docker. Und da passiert gerade recht viel. Zum Beispiel auch, dass du eben dir Docker in die Wolke schieben kannst, ohne das Linux drumherum noch überhaupt anzugucken, sondern dass du einfach lokal irgendwie entwickelst und du sagst dann nicht mehr Git Push, um irgendwie deinen Code in die Wolke hochzuschieben, sondern du sagst Docker Push und dann schiebst du das lokal entwickelte Image auf deine Wolke und die Wolke kümmert sich darum, dass das irgendwie magisch läuft. Und diese Applikation, also so ein kleines Beispiel für so eine Applikation ist bei mir zum Beispiel, für den Real-Life-Stream ist ein kleines Node.js-Modul, was die Playlisten signiert. Also wenn der Code gültig ist, den du da mit deinem Plus angibst, dann guckt dieses Node.js, ist das gültig? Und wenn ja, dann signiert er die Playlisten und du kriegst den Stream. Und das ist halt so ein kleines abgeschlossenes Modul. Das sind irgendwie nur ein paar Zeilen Node.js. Aber drumherum läuft halt irgendwie ein Docker und ein Node.js und die Module und das Linux und den ganzen Quatsch. Und das könnte man halt reduzieren auf nur einen Docker-Push und das läuft dann. Mhm. So Heroku-mäßig, dass du eben sagen kannst, ich habe hier ein Stückchen Code und das läuft dann. Und auch in der Richtung gibt es halt jetzt sehr viele Optionen. Du kannst sowas haben in der Art bei Parse und bei Microsoft Azure Services und bei Heroku und was da auch immer deine Geschmacksrichtung gerne ist, die du da haben möchtest. Selbst wenn du es irgendwie als in Objective-C schreiben willst, gibt es halt auch sogar Objective Cloud.
Also so ungefähr in jeder Geschmacksrichtung gibt es jetzt 5 Optionen. Das ist auch dann wieder schwierig, wenn du entscheiden musst, was will ich davon eigentlich, was ist das Richtige für mich. Aber es ist doch recht flexibel, was du so bekommen kannst. Jetzt zum Beispiel auch bei dem französischen Hoster, wo ich meinen jetzigen Hauptserver stehen habe. Die haben ein bisschen seltsames Produktportfolio, wie das so aufgestellt ist. Also der Laden heißt OVH und die sind schon relativ lang dabei. Die sind auch relativ groß, das wusste ich auch nicht. Ja. Also die sind so in der Top 5 von wie viele Server haben wir im Internet stehen, weltweit. Und die haben auch so, also die haben viele dedizierte Sachen, die haben auch so ein bisschen traditionellen Wolkenkram und Storage und solche Sachen. Aber die haben jetzt auch solche Sachen wie... Wir haben, also diese, was ich eben beschrieben habe mit Docker, haben sie im Beta-Test. Und sie haben irgendwelche IBM-Server. Und bei diesen IBM-Servern, da gibt es eine Version mit 8 Kernen, die du haben kannst. Für sehr wenig Geld, also so wenige Dollar im Monat. Aber stundenweise abgerechnet. Und sie haben ein System mit 176 Kernen. Das ist ganz ordentlich. Für einen Dollar in der Stunde. Das ist auch ganz gut eigentlich. Und das habe ich heute zum Beispiel mal ausprobiert. Wie verhält sich eigentlich FFmpeg mit x264 auf 176 Kernen? Und dann hat er mir gesagt, ja, du, mehr als 16 Threads mag ich eigentlich nicht. Und das ist halt auch so ein bisschen mal was anderes, weil wenn du jetzt anfängst, irgendwie Linux auf so einem Power-PC zu installieren, da gibt es auch viele Pakete nicht. Ja, klar. Da gibt es einfach vieles nicht, was für x86 vorhanden wäre. Aber du kannst halt sagen, jetzt diese Kiste mit 176 Kernen. Ich mache da halt ungefähr 10 parallele Video-Encoder-Jobs drauf. Ja. Und die laufen da. Ja. Und du kriegst auch bei dem Angebot zum Beispiel eine physikalische Maschine exklusiv für dich. Da läuft nur deine eine VM drauf mit den 176 Kernen. Da siehst du auch dann, wie solche Linux-Tools explodieren, die dir alle Threads anzeigen möchten und sowas. Das passt dann nicht mehr auf den Bildschirm. Ja. Aber das gibt's halt. Ja, also in dem Fall ist, das ist auch noch Beta, das ist auch noch wackelig. Es hat den seltsamen Namen Run Above. Run Above? Run Above, ja. Ich kann auch hier die Mütze aufsetzen. Der Basti hat so eine Run Above-Mütze mir geschickt. Vielleicht setzt du die besser auf. Ich weiß nicht. Above. Whoops. Kam ein Paket an für Monsieur Le Etzel, ja. Ich weiß nicht wieso, aber da kam eine Mütze an und. Ah. Oh la la. C'est très bien. Und ich wollte nur mal gesagt haben, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit all diesen neuen Möglichkeiten, die es vor kurzem noch nicht gab und die jetzt irgendwie da sind. Und auch Google hat angesagt, dass sie so eine Docker-Lösung bauen. Bei Amazon ist man so halb so weit. Das ist, glaube ich, auch in den nächsten Tagen steht dann eine Ankündigung bereit. Und insgesamt ist so, ich bin sehr zufrieden. Also das kann nur noch besser werden. Aber es ist schon sehr weit, finde ich. Ui. Ja. Du hast ja auch bei denen Server stehen. Ja, auch 2. Mhm. Auch 2. Und? Ja, ist ja gut. Ist genug. Sie haben so ein bisschen, Support hatte ich neulich, habe ich was gefragt, hat ein bisschen lange gedauert mit der Antwort. Die Buchhaltung ist konfus. Ja. Rechnungen kommen zu spät, aber das erwartet man. Ich kriege immer so E-Mails von denen, die so, boah, scheiße, morgen laufen ihre ganzen Produkte ab. Und dann habe ich mir einmal gedacht, schauen wir mal. Und am nächsten Tag, ja, alles gut übrigens. Ja, und sie haben, wenn du dich neu anmeldest, haben sie so ein Ding, dass du, keine Ahnung, du bestellst am 10. des Monats irgendwie einen Server, der läuft dann bis zum nächsten 10., aber dann musst du die nächste Rechnung manuell anfordern, dann kriegst du eine Rechnung, dann bezahlst du die und erst ab der nächsten Rechnung darfst du dann mit Einzug bezahlen. Das läuft dann wieder bis zum 10., dann bekommst du eine Rechnung vom 10. bis zum 30., dann bekommst du wieder eine Rechnung ab vom 1. bis zum 30. und du hast halt so verschiedene seltsame Teilbeträge und es macht dann am Schluss, stimmt's schon, aber es ist halt völlig konfus und sie drohen auch mir dann immer so, ja, läuft ab und so. Ja, ja. Läuft gar nicht ab, sondern verlängert sich, weil ich das einmal geklickt habe. Ja, das habe ich auch geklickt, also von daher. Aber es funktioniert, es hat immer alles funktioniert. Ich habe da wirklich, das ist glaube ich echt der Hoster, wo ich am allerwenigsten Stress irgendwie hatte und die haben halbwegs vernünftige Monitoring-Tools da rumlaufen und die sagen mir dann Bescheid, wenn irgendwas mal nicht so tut, wie es soll, was ich sehr angenehm finde. Ich kann mir da auch selber so ein bisschen Monitoring zusammenklicken.
Also ja, ich mag den Laden irgendwie. Es ist zwar, also wenn man mal ein bisschen Support braucht, der so ein bisschen mehr ist als nur Pille-Palle, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig, weil du dann, also wenn du mal dann wirklich jemanden brauchst, dann sprichst du manchmal, meistens, also so war das, ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her, glaube ich, oder so, da sprichst du halt dann mit einem Franzosen und das war nicht ganz einfach in dem Fall. Mhm. Also sprechen auch nur per E-Mail, also das kann natürlich auch ein Einzelfall gewesen sein, man weiß es immer nicht. Und es hat aber immer alles wieder hingehauen. Und sie haben auch so Hardware-Kisten in allen möglichen Größen, aber auch so unter komischen Bezeichnungen. Dann sagen sie irgendwie, hier, der kleine Server ist besonders gut als Minecraft-Server oder so. Mhm. Also Gaming, da kannst du natürlich irgendwas drauf machen, was du willst. Also ich bin zumindest mit denen jetzt recht zufrieden und Wolke voll gut. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt so auch von den anderen noch nachkommt. Mhm.